damit willkommen zum brummenden Mist. Ein mysteriöses Brummen zu Real Mist. Ja, hier sind wir und haben die neue Welt freigeschaltet oder eine neue Zeit, ein neues Zeitalter. Denn es gibt ja 4 plus 1. Denn die Eiswelt Reim, da das ist ganz frisch, ganz neu. Mir bisher noch keinen Reim drauf machen können, weil ich bin noch nicht da gewesen, aber es, naja, es kommt. So, die Sonne geht auf, das ist schon mal positiv. Beziehungsweise das Leuchten im Meer geht auf, naja. Gut, mit den Lichteffekten und so weiter, vielleicht nicht so toll, aber es gibt ja noch eine neuere Version, die ist bestimmt da total hübsch. So, aber wenigstens dynamische Schatten, so ein bisschen, das ist ja schon mal ganz nett. Ja, wir haben das letzte Mal mehrere Sachen eigentlich rausgefunden. Zum einen rausgekommen aus dem komischen Labyrinth, unterirdischem, das war toll, auf Seele irgendwas. Achso, Vögelchen aber auch, so. Und zwar diese Rotation hier, mit den Rotationskubus, Observationsgedöns. Ja, damit kann ich die, damit richte ich das auf die aktivierten Schalter aus. Und dann, genau, und dann bekomme ich Informationen dazu. Ja, das letzte Mal haben wir nämlich auf dem Leuchtturm, na, wir sind in den Leuchtturm hineingekommen und haben dort eine Uhrzeit umgestellt und eine Kombination rausbekommen. Naja, eine Weile gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut, glaube ich. Ungestill. Ah ja, hier ist ein weiteres Buch. Heißt ein weiteres Zeitalter. Bestimmt die Geschichte mit der Festung. Wir schauen. Tatsache. Das ist diese komische Festung mit den drei Hügeln. Uiuiui. Ich glaube, hier geht die Rotation weiter. Da kann man mal schön rotieren. Ja. Bestimmt muss man irgendwas einstellen hier und dann öffnet sich die wie so ein Kombinationsschloss, oder? Alles voller Zahnräder. Bin ich ja mal gespannt. Und dann kommen wir ins Innere. Hat nicht auch eine Festung? Das war eine Festung. Aber war nicht. Das war auf einer Stadt gebaut. Kommt man dann auch in die Stadt darunter, in die Ruinen? Weil sich ja damals vor einem Angriff von bösen Gegners von schwarzen Schiffen verteidigt haben mit dem Gerät hier. Ja, das muss die sein. Der schießt bestimmt ganz toll aus den Öffnungen oder so. Nun gut, ja, es waren drei Berge um die Stadt herum, nicht wahr? Und die Stadt haben sie im Erdboden gleich gemacht und das Wasser ist gestiegen und das ist diese Lafette. Haben wir alles schon gelesen. Ja, und hier das Zahnrad und die Einstellungen. Ja, wir müssen mit Energie versorgen und das ist diese Stellung, mit der man das hier öffnet oder nicht. Genau. Schick. Und das ist das Innere. Verdammt, ich hätte mal vorher das Buch lesen sollen. Dass man die nicht mitnehmen kann, finde ich auch schade. Ja, jetzt kommt die krasse Kampfmusik. Verständlich. Ist im Grunde auch eine Festung, die dem Angriff trotzen soll. Was ist das denn? Komische Geschichten hier. Und Schwerte? Sieht alles ein bisschen japanisch aus, ne? Sind das so Wagasashi? Nee. Vielleicht aber doch. Interessanter Helm. Achso, ich dachte, das wäre ein Buch, aber es ist natürlich nur das Futter, nennt man das so? Futter? Nee, das Polster, so. Aha. Genau, eins macht Energie und eins macht, glaube ich, diese Rotation, oder? Fortress Rotation Simulator. Calibrating. Er kalibriert gerade die Rotation. Ja. Das haben wir gesehen, das Zahnrad war im Süden. Hier sind wir ja angekommen, im Osten. Sehe ich das richtig? Erstmal noch nicht. Erstmal
noch nichts mal. Aha. Lauter Gifte? Achso, Musik. Was ist das hier? So eine Art Folterkammer? Ich glaube schon. Haben sie damit vielleicht die bösen schwarzen Schiffe oder Überlebende dessen irgendwie gefoltert? Wer weiß. Aha. Ach, das war eine Seite. Buchseite, klar. So, fortan haben wir jetzt die Buchseite als Mauszeiger. Alles klar. Kann ich irgendwas mitmachen? Ich glaube nicht. Ja gut, war eh versteckt. Mach auf, ey. Und... Ach, das ist der Kopf. Das ist gar nicht eine Maske. Die haben da tatsächlich einen Schädel aufgehängt. Diese kranken Freaks. Sind die vielleicht gar nicht so voll lieb, so? Ja. Dann kann ich zwar Stroh machen, aber was bringt mir das? Keine Ahnung. Irgendwann die Schlösser knacken hier? Weiß ich nicht. Nun gut, nun gut. Kann ich das mitnehmen? Nee, ne? Nein, kann ich wahrscheinlich nicht. Bin ich ja mal gespannt. Ich muss das Ding wahrscheinlich rotieren, aber warum? Aha. Wo führt denn das hin? Das ist das Zentrum. Aber doch nur oberhalb. Achso, ich habe eine Lampe. Kann ich ja mal anwerfen, damit ich was sehe. Tja, das ist wohl der Energiekern vielleicht, oder? Schnell mal aktivieren. Wobei erstmal schauen, ob wir hier, ob das der Eingang ist. Ach ne, guck mal. Schick. Was ist keiner der beiden Brüder? Hallo? Oh, hier sitzt sie. Kingly. Set in one of the thrones in Mechanical Age. Ach, das ist das mechanische Zeitalter. Ja, ja, klar. Hallo? Ach, sehe ich vielleicht irgendwann in die Schiffe oder so? Wie muss ich die einstellen? Das mechanische Zeitalter, okay. Eine Uhr. Es sieht weder aus wie auf der einen Insel, auf der wir waren, in diesem Zeitalter, noch wie unser Leuchtturm auf Myst. Oh. Vielecke. Sie aktivieren? Ja. Nun gut. Wenn sie alle aktivieren, jetzt leuchten sie. Warum soll ich das tun? Ist das eine Kombinationsgeschichte? Und was ist hiermit? Was ist es? Ist da was drin? Nö. Ah ja, Schach ist auch am Start. Das ist schon eine Spieluhr, oder? Ach, guck mal, das ist doch das Schiff. Hat er das Schiff nicht gezeichnet, gemacht, geschrieben? Irgendwas war doch da. Kodiert? Das ist natürlich auch das auf Mist, klar. Aber es gibt auch diesen Stone of Rock? Ages? Keine Ahnung. Ja, das ist die... Mit der sind wir angekommen.
Jedenfalls sind wir damit in die Geräuschwelt gefahren. Sind die irgendwas? Sind die Lithium? Ja. Hier sind komische Dinge. Mhm. Und da gibt's Musik. Ist irgendwie. Ach ja, Papagei. Das Auge ist aber irgendwie anders. Mit Blut unterlaufen. Oder ist das. Was ist denn das hier? Sind das echte Augen, die man hier reingestopft hat? Gute Laune-Zeug auf den Flügeln. Und was ist das? Sind die weißen Viecher? Elfen oder? Ist das kaputte? Ah! Hä? Was denn? Aha! Aufdrehen. Ich mach's noch bis zum Maximum. Vielleicht passiert dann irgendwas. Erzählt uns eine Geschichte? Wer weiß, wer weiß. Ja, jetzt wird's ja nicht so viel, oder? Now you broke it! Oh, won't the toy be too tight? Verdammt, die hat's kaputt gemacht. Er hat nur einmal ganz kurz gezuckt und es zuckt dann nicht mehr. Verdammt! Ich hab's kaputt gemacht. Scheiße! Aha. Auch auf dieser Seite. Oh, der geheime Weinkeller. Und Schätze haben sie gehortet. Das war die zweite Seite. Eine Seite der eine Bruder Sirius und das andere war der mit A. Oder Sirius? Sirius? Keine Ahnung. So, beide Seiten gefunden. Das ist schon mal gut, oder? Aber was stellt ihr da? Der mehrfach anklingen? Nee, ne? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen, was das soll. Da macht nichts. Verdammt. Vielleicht hätte der Vogel irgendwie was gesagt oder so. So, hier sind wir wieder draußen. Klar. Heißt. Moment, hier sind wir angekommen auf der Plattform. Oder warum? Ist das ein Teleporter? Komme ich so wieder zurück? Ne, ich muss das Buch finden, schätze ich mal, ne? Alles klar. Nun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha. Ja. 10 Symbole. Und dann muss ich irgendwas aktivieren. Ich muss ja also Symbole finden. Ach, ja, ja. Wir kennen ja so einige Symbole schon, aber sind die ja dabei? Nein. Und ich glaube auf gut Glück. Was ist das? 4 hoch 10. Lass ich mal. Ne, 10 hoch 4. Oder? Bei 4 Möglichkeiten ist es 10 hoch 4. Oder andersrum? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Muss ich mal Stift und Papier zur Hand nehmen und dann prüfen. Oh, hier. Waffen. Armbrust. Und sogar Stierhörner. Schon wieder. Diesmal vielleicht mit Gefühl. Nicht mit aller Gewalt. Schick. Eine Schlange. Ah, nichts Lustiges, sondern direkt mal die Kobra, deren tödlich vergiftet. Alles klar. Kann ich den zur Seite ziehen, den Vorhang oder was das ist? Was ist dahinter? Nichts. Also in den Keller. Ist da was drin? Kann ich das aufmachen? Nee. Gut, dann schauen wir uns den
quasi Keller an. Ich schätze mal, eine Art von Kraftwerk oder... Was soll ich hier... Warte, Symbole? Schon wieder das Cyan-Symbol. Ja. Ist das richtig? Wenn ich es rund mache, passiert nichts. Ja, oder kann ich damit die... Kann ich damit die Dings drehen? Das eine war nur so eine komische, so eine Simulation, oder? Oh, Stille. Ne, geht's gerade weiter. Geht's gerade weiter. Moment. Sieht da irgendwas, wenn ich das... Passiert nichts, ne? Einfach mal weiter drehen. Vielleicht öffnet sich das ja. Nee. Kann ich hier ein anderes Symbol einstellen? Aber das sieht doch aus wie etwas dreht sich. Ah, jetzt! Halt! Ah, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Ja, ich habe es gesehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bleib, wie du bist. Aha! Mir doch gedacht. Sieht doch so aus wie dieser komische Baumaufzug in der anderen Welt. So, das führt jetzt wohin? Nach oben vielleicht? Ja und nein. So, Tür zu. Hä? Tür auf. Stockwerk hoch. Jetzt. Zahnrädchen. Was genau habe ich davon? Die drehen. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ach, geht noch ein Stockwerk nach oben? Oder wie ist das? Das ist einfach nur die Mechanik, der das hier funktioniert. Keine Ahnung. Aber kriegen wir schon raus. Dich kriege ich schon raus. So, ja, zu das Hütchen. Nach oben. Bitte? Wieso ist das zeitverzögert? Jetzt direkt. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. So, hier waren wir. Weiter runter. Klappe zu. Werde direkt wieder hoch. Also doch, das ist so eine Zwischenebene. Jetzt nach oben. Jetzt sind wir oben. Und. Mal runter. Aha. Aktivieren. Ach so. Nee. Doch nochmal den Knopf drücken. Schnell weg. Also roter Knopf erstmal nicht. Ist das vielleicht die manuelle Steuerung? Ist hier dahinter irgendwas? Nicht wirklich. Hoch. Kann ich den aktivieren? Anschauen. Jetzt. Passiert irgendwas? Hä? Es dreht sich. Passiert irgendwas, wenn es sich eine Weile gedreht hat? Oder wie ist es?
Zurück, Mund. Du bist jetzt zurück. Jetzt steht es komplett still. Wie klingen? Gefühl? Nee. Wieso klingen? Klick, klick. Was habe ich denn gemacht? Habe ich es jetzt bis zum Anschlag aufgedreht? Kann ich irgendwas machen hier oder wie oder was? Das ist ja mysteriös. Tja, der Name ist echt Programm. Warum existiert es? Wir drücken den Knopf. Ist jetzt irgendwas passiert? Habe ich irgendwas aktiviert? Jetzt will ich nochmal schauen, ob ich es nochmal drücken kann oder irgendwas verändern kann. Was könnte es sein? Er will nicht mehr. Und zurück will er auch nicht mehr. Achso. Ah, aktivieren und dann drehen. Oben, schnell runter. Ding. Oder muss ich doch erstmal einen Moment warten, bis irgendwas passiert oder so? Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Ich verstehe nicht ganz den Sinn dahinter, aber das macht ja nichts. Gut, also wieder runter zu es, oder? Eigenartig. Ja, runter. So, geöffnet ist es. Und wenn ich die anders hindrehe, passiert auch nichts, oder? Weil das ist nur der. Ja, ja, nur der Weg nach oben, der dann da freigeschaltet wird. Ja, ja, das ist alles. Das hier dreht das Ganze. Boah, ja. Ich bräuchte so ein paar Symbole. Wo. Ja, keins von diesen Symbolen. Stimmt. Sieht man hier irgendwas? Muss ich hier warten oder muss ich Geduld mitbringen? Erinnert sich die Melodie? Scheinbar nicht. Gut, dann drehen wir mal den Spieß um, beziehungsweise. Wir richten das mal neu aus, auf eine andere Insel. Es müssen ja drei Inseln hier irgendwo versteckt sein. So. Fortress Rotation Simulator Calibrating. Gut. Aha. Es ist nur genug. Moment, hier ist wenig Energie. Und hier ist genug Energie. Also zwischen diesen komischen Himmelsrichtungen Nordwest, Südost gibt es Probleme. So, hier haben wir so gut wie keine Energie. So, nur
Verdammt. Reicht das denn schon? Oder muss es genau bei 100% irgendwie sein? Das über zu. Ja, es kommt eigentlich schon hin. Ganz knapp. Keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache, aber. Oder vielleicht muss die Energie erstmal wenig sein, dass wir da an die Apparatur rankommen. Haben wir jetzt wenig Energie? Nee. Scheint immer noch gut zu funktionieren. Hey! Wieso hat er die... Wieso ist die Seite wieder da? Was soll das denn? Warum ist die Seite... Die Buchseite wieder da? Was soll das denn für ein Quatsch? Die andere? Die war hier, ne? Die ist weg. Ja, das ist natürlich, Ne, der ist und bleibt kaputt. Ja, okay. Jetzt haben wir es wieder eingestellt auf... Ach nee, auf den Zwischendeck ist er jetzt gerade. Ja, ich weiß, was das ist. So, aktivieren. Na? Was mich das hier umstellt, dann ist keine Energie da. Ja, das haben wir aus den Zeichnungen noch gelernt. Ah. Jetzt pendelt er sich ein. Jetzt steht auf 9 Uhr. Okay. Wieso brummt er? Ja, wie... Aha. Also war es vorher auf 12... Nee. So, es ist auf 12 Uhr, oder? Es war nicht auf 12, es war doch vorher schon auf 6 Uhr gestanden. Oder spinne ich? Keine Ahnung. So. Aha. Aufschreiben. Zacken. Zacken Duster. Nee. So. Einmal der komische Halbmond. Wo sind wir denn? Auf 9 Uhr, oder? Ja, ich mach das mal so. Auf 9 Uhr ist, dieses Symbol und dieser Halbkreis da. Dieses D. Okay. Mehr Informationen gibt es hier wahrscheinlich nicht. Interagieren kann ich damit auch nur bedingt. Gut. Dann machen wir das zuallererst und schalten dann irgendwas an. Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Mehr gibt es hier wahrscheinlich nicht. Okay. Anschalten bitte. Ich mache einfach mal weiter. Ne? Wir gehen auf 6 Uhr. So, aktivieren. So, kurz davor. Jetzt wird das hier angeglichen. So, 6 Uhr. Aber ich meine, auf 6 Uhr wäre es doch schon gewesen, oder? So, hat sich ausgerichtet. Hä? Moment. Bitte? Das ist das Gleiche. Sind es auch noch die gleichen Symbole da? Ja. Guck mal, die sind auf der rechten Seite. Mal das mal so hin, dass es auf der rechten Seite ist. Tja, 6 Uhr. Irgendwie hat sich nicht so viel getan, oder? Ach so. Er zeigt nach Norden. Oder zumindest dahin.
Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn die... Oder muss ich das manuell jetzt oben einstellen? Das ist ja nur die Simulation. Ist das der Apparat oben, der das dann wirklich tatsächlich dreht? Weil es sieht ja ähnlich aus, ne? Okay, probieren. Nochmal, ich sag mal, simuliert. Ja. So, aktivieren und wir drehen es dorthin. So. Er brummt. Steht es auf 9 Uhr, glaube ich. Nee, alles gleich. 9 Uhr. Ich glaube, so war es doch schon gewesen. Jetzt mache ich das Ganze mal. Wie könnte ich das drehen? Hier hat sich nichts verändert, ne? Ne, ihr seid nur noch quasi gleich. Das brauche ich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Der Weg ist frei. Jetzt muss ich das irgendwie vermutlich gedreht bekommen. Ich habe keine Ahnung. So kann ich das nicht drehen. Ich drehe das vielleicht so hin, wie es eingestellt war. Komm. So, fahren Sie runter. Tja. So, hoch die Energie. Und jetzt entsprechend drehen. Ich weiß ja nicht, wie lange. Oder rastet das irgendwann ein? Ich lasse es mal so lange drehen, bis es nicht mehr weitergeht. Ich muss jetzt eine komplette halbe Umdrehung oder eine Dreiviertel Umdrehung oder sowas machen und deswegen dauert es ein bisschen. Oder wie ist das? Ne, es geht alles weiter. Kein Hinweis, ob ich das hier richtig drehe. Ein Fenster, aus dem ich irgendwie mal das Ganze beobachten könnte. Das müsste ja auf 9 Uhr eingestellt sein. Und jetzt, in welche Richtung gucke ich? Scheiße. Aber wieso habe ich mich überhaupt gedreht? Was habe ich denn... Ja, alles gleich. Wie funktioniert der Apparat? Wie sind die miteinander verbunden, gekoppelt, wie auch immer? Wie funktioniert denn das? Habe ich jetzt oben irgendwie Stoff gegeben? Jetzt kann ich hier... Habe ich so oben jetzt quasi aufgedreht oder sowas? Und jetzt kann die Simulation es in die entsprechende Richtung lenken oder so? Ne, jetzt steht es immer noch hier. Gehen wir mal Richtung Norden. Keine Energie. So, jetzt steht's auf 12 Uhr. Ausmachen. Pling. Jetzt steht's auf 9 Uhr. Wann? Wann passiert hier was? Ja, nicht mehr da nach drüben. Er scheint auch immer noch nur dahin zu zeigen. Ja, aber wie. Wie bekomme ich den denn jetzt hier irgendwie aktiviert? Hier ändert sich auch nicht so viel. Gute Frage, nächste Frage. Klack, klack. Wie hängt das miteinander zusammen? Die obligatorischen Versuche hier irgendwie von Hand was zu machen, was natürlich totaler Quatsch ist, wahrscheinlich. Piep, piep, piep. Fährt runter. Und das bleibt, wie es ist. Okay. Und ich komme ja nicht mehr zurück.
So. Hoch. Kling. Das unten habe, kann ich mit dem hier nichts machen. Hier wird gedreht. Aber wie lang? Passiert hier irgendwas? Oder ich lasse es einfach mal laufen. Laufen, laufen, laufen. Bis ich keinen Bock mehr habe. Dann. Okay, jetzt glaube ich nicht, dass das richtig ist. Und jetzt die Bremse? Nee, jetzt fährt er wieder zurück. Oder so. Und es hat so klack gemacht. Okay. Könnte man da unter was machen? Moment. Ganz kurz nur, kann ich da irgendwie. Kann ich da drunter was aktivieren? Wir müssen die erst miteinander verbunden werden oder sowas. Und deswegen tut es sich ja nichts. Deswegen rotiert. Aber es ist auch schon rotiert. Nein. Oder die Rückseite? Nee. Nee. Hier ist auch nichts. Also gedrückt haben wir sie. Ja. Und wieder runter. Wie drehe ich dieses Gerät? Nur simuliert? Nur simuliert bringt das ja nichts. Energie ist doch. Der ganze Aufbau ist ja identisch, ne? Auch mit den komischen Hebeln hier, mit diesem Halbkreis. Oder was heißt Halbkreis? Aber dieser Öffnung hier. Da sind wir hergekommen. Jetzt haben wir schon eine. Jetzt sind wir schon eine Umdrehung weiter, aber. Das hilft mir nur bedingt. Ja, ja, Rotation, bla bla bla. Kennen wir alles. Hör auf damit. Und wenn ich es auf die Mitte packe? Jetzt geht er wieder zurück. Was ist denn das hier? Magnetismus? Das ist wie so eine Art Magnet. Steht wieder auf 9 Uhr. Drrr, sagt er und ist aus. Immer noch hier. Fragen, Anregungen, sonstiges, keine Ahnung. Das ist eine Simulation, Rotationssimulator. Aber es dreht sich nicht aktiv. Und wieso ist das jetzt so? Wieso geht er jetzt wieder zurück? Jetzt wieder nicht. Dass ich es aktiviere. Jetzt ist der Magnet aktiv. Jetzt geht er direkt zum nächsten. So, jetzt ist keine Energie da. Zwischen den Ebenen. Immer gleich. Warum ist das immer gleich? Also eine richtige Mechanik haben wir aber nur oben. Moment mal, ist die Dings wieder da? Nee. Jetzt ist es richtig.
Was soll mir der Schädel sagen? Keine Ahnung. Kann ich reinleuchten? Ja, es bringt nichts. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also unten kann ich ja nichts machen. Das bringt. Oder? Es sei denn, ich rotiere damit den Turm auch. Weil damit, das scheint ja irgendwas zu rotieren. Vielleicht drehe ich mich jetzt quasi. Weil das ist das Einzige, was ich verändert habe, oder? Nee. Ist immer noch genau gleich. Wir starren immer noch auf den Anfang. Nochmal probieren. Stellen wir es mal auf, weiß nicht, 12 Uhr. Na? Na, was ist? Jetzt steht es auf 9 Uhr. Jetzt steht es auf 9 Uhr. Bringt mir was genau? Kann ich mir schenken. Oder ist das irgendwie Quatsch? Also hier gucke ich mal wieder auf dieselbe Geschichte. Wie habe ich das denn beim ersten Mal gedreht? Jetzt will ich doch mal schauen, ob ich irgendwie mit irgendwas interagieren kann. Oder ob ich da die wechseln kann. Sie drehen? Nee. Ja, es sind ja nur drei Türme. Auf der anderen Seite gibt es ja, glaube ich, gar nichts, oder? Wo ist denn dieses komische Zahnrad, das das hier bewegt? Das verbindet das Ganze ja mit außen. Und dann drehen wir uns hier weiter. Aber es ist immer nur simuliert. Wieso macht er das nicht in echt? Hier haben wir die nächsten beiden Karten, die ich dann hier brauchen könnte, wahrscheinlich. Aber wie drehe ich das denn? Nicht mal die einfachste Mechanik kriege ich hier irgendwie auf die Kette. Und das ist nur isoliert, ja. Das ist nur die Simulation. Kein Bock heute, oder? So, es war ein Simulator. Vielleicht doch oben, aber was ist da der Sinn dahinter? Wie funktioniert die Rotation? Also ich gehe mal davon aus, hast du ja gerade gesehen, hier war der komische verdecktes, das eine Zahnrad. Hier sind wir reingekommen, deswegen auch der. Sch Aber das stimmt ja auch nicht, ne? Weil der Steg ist ein anderer. Mal verbinden. So, jetzt ist aus. Ist es jetzt festgetackert? Jetzt muss ich es rotieren lassen oben. Ist das die Art und Weise? Aber das stimmt doch gar nicht. Ja, aber die Rückseite ist ja verdeckt. Das war quasi 9 Uhr, 6. Nee, Quatsch. Nee, 3 Uhr. Nee, doch 9 Uhr. 6 Uhr, das hier ist 3 Uhr. Und das ist 12. Schätze ich mal, ich habe keine Ahnung. Das ist aber auch. Wenn man nicht weiß, wie. Wird schon schwierig. Ist hier irgendwo irgendwas Feines? Nee. Dann nehme ich nur Platz und das interessiert mich nicht so wirklich. Was habe ich davon?
Alles voller Kreise. Das Öffnen vielleicht? Auch nicht. Das Auge sozusagen oben auch nicht. Tja. Also enden wir es mal so, dass wir wieder nach oben kommen. So, jetzt im roten Bereich. Ist hier sonst noch irgendwas? Kann ich irgendwie mit irgendwas interagieren? Kann ich was machen, drücken, tun? Ah, schwierig. Muss ich das irgendwie miteinander verbinden, dass ich die drehen kann? Hier ist ja auch nichts, ne? Eigentlich nicht. So, zu die Tür. Mal runter versuchen? Nee. Fährt dann von sich aus wieder hoch. So, Zwischenstopp. Geht nicht. Hoch. Aber andersrum funktioniert es nicht. Wenn es unten ist, kann ich nicht sagen, fahr hoch. Ich komme gleich hinterher, so in dem Stil. Nee. So, probieren. Wir haben sie gelöst. Ich lasse das mal, wie es ist. Das andere lasse ich mal offen. Vielleicht ist jetzt sozusagen die Bremse gelöst. Keine Ahnung. Jetzt habe ich das eine hochgemacht. Und dem anderen habe ich es jetzt rotieren lassen. Aha! Also hier muss ich es mechanisch drehen. Auf der Seite dürfte nichts sein, ganz genau. Blickrichtung? Ja, ja. Jetzt habe ich es 90 Grad gedreht. Okay. Dieses Zyan-Symbol und die komischen Striche. Und das ist die linke Seite. Moment, das ist jetzt quasi dann im südlichen Bereich. Das hier und die drei. So, und dann. Das ist die linke Seite. Okay. Jetzt muss ich, möchte ich wieder nach Hause. Ich will nach Hause. Also allererst möchte ich wieder das Ganze zurückdrehen. Ja, ja. Das ist immer auf der Seite, klar. Das ist die Verbindung, das Verbindungsstück. Aber wie genau es das macht, erschließt sich mir nicht, weil es nicht nach außen... ist ja nicht außen verbunden. Egal. Was ist, wenn ich jetzt einfach nur mal ganz kurz nochmal hochfahre... Das Ding einfach mal kurz rotieren und dann wieder runter. Oder liegt das jetzt an der Einstellung hier? Das weiß ich nicht. Oder muss ich es erst simulieren? Muss ich das erst unten simulieren, einstellen und dann hier oben entsprechend verfahren? Oh, jetzt ist sie wieder gelöst. So. Hoch damit. Jetzt wieder runter. So, aufheben. Ja, so, ja. Hinein mit uns. Runterfahren. Jetzt haben wir es gleich in grün gemacht. Wenn ich jetzt aus dem Fenster kieke, dann müsste ich eigentlich... das Einzelne sehen. Und jetzt müsste ich ins Nichts gucken. Laufen können. Die Brücke führt ins Niemandsland. Genau. Aha! Hinten rechts. Das Schweineschiff. Das bedeutet, ich kann jetzt aus dem Fenster gucken und kann sagen, oh, da hinten ist aber... Der ist ja der Feind, oder? Weil der ist so nach links
Genau, nach links gerichtet. Das müsste jetzt vielleicht... Oh, was? Ah ja, das Schiff. It's Bob. Found skeleton in Mechanical Age. Es ist Bob. Okay. Bob wer? Wheeler oder... Ja, und jetzt nochmal. Nochmal. So, hoch da. Also muss ich es dann doch nicht simulieren. Achso, die Sprengung eingeleitet. Das mache ich wieder für einen kurzen Moment. Das gleiche wie immer. Wie immer. So, Bremse weg. Es dreht sich und damit müsste es jetzt in etwa auf dem Niveau sein. Ja. Hat sich wohl wieder gedreht. Weil wenn nicht, verstehe ich die Logik nicht ganz. Und dazu ist. Das dürfte nicht so schwer sein. Bitte funktionieren Sie. Zu weit gedreht, oder? Jo. Habe ich jetzt wirklich zu... Wollte ich verarschen? Warum bin ich jetzt nicht... Das war doch gar nicht so weit. Hä? War das wirklich zu lange? Nee, nicht runter. Ja. Na komm. Das ist nicht so spannend. Ja. Also einmal weiter. Oder wird die Seite ausgelassen? Ist auch Quatsch. Hoch zu's. Stopp. Oder muss man es wirklich nur einen ganz kurzen Moment? Oder heißt diese Drehung, na, wenn sich ein halbes Stückchen dreht, dreht sich auch hier ein halbes Stückchen in echt sozusagen? Jetzt müssten wir wieder auf der nicht einsamen Insel, auf der kleineren sein. Okay. Mache ich das Ganze nochmal, dann müssen wir wieder ins Nichts hinausstarren. Ich wünschte, oben wäre dieses dümmliche... Naja, oben wäre der Ausguck. Muss ich jetzt mal wieder runter. Heißt, jetzt nur ganz, ganz kurzen Hauch. Die Mechanik. Ach, hätte ich doch irgendeine Anzeige. Ich meine, einfach hier irgendwo... Löcher mal reinbohren. Es müssen ja keine krassen Fenster sein oder es können ja auch Schießscharten sein oder so. So. Ist nur ein ganz kleines bisschen. Und warum die Simulation? Das verstehe ich auch nicht ganz. Damit erklärt wird, wie es funktioniert. Theoretisch sozusagen. Nee, das ist. Jetzt ist gar nichts passiert. Ist immer noch gleich, oder? Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ich mach das ein paar Mal. Moment. Ich versuche mal dahinter zu steigen. Tada! Okay. Kurz bedient. Dann war es im Nichts. Dann nochmal gedreht. Nur so ein Sekündchen oder zwei. Und dann bin ich jetzt wieder hier. Am Anfang. Und am Anfang konnte ich die Sachen einstellen. Aha. So, jetzt haben wir die rausbekommen, schätze ich mal. So, ganz äußerst links sind wahrscheinlich das Cyan... genau, das hier. Das Cyan-Symbol. Dann die lustigen... Falsch. Richtig. Dann wahrscheinlich das mit den Stacheln und dann das D. Aha!
Okay, das war relativ simpel. Bloß sie rauszufinden, wie das hier funktioniert, ist das Buch, ne? Ganz genau. Oder wie das hier mit der Rotation funktioniert, warum das simuliert ist, ist mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig klar. Also einfach machen, so ein bisschen, dann dreht sich's. Noch mal ein bisschen, dreht sich's wieder weiter. Komisch. Sehr merkwürdig. Das mechanische Zeitalter. Und wir haben beide Seiten. Mechanical Age. Found way back from Mechanical Age. Ja. Jetzt mal wieder eine Bibliothek. Ja, perfektes Timing. Aber wieso die Simulation? Und in dem einen Buch, da stand das ja drin. Wir können mal die Seite aufschlagen, wenn wir schon mal hier sind. Genau. Wow, 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 wow. Ja, wo war das? Channel, Selenik, achso, Selenik, Channelwood, Stone Ship Age. Und das ist irgendwas anderes. Das ist das mit dem Zahnrad, das muss das sein, genau. Ja. Hier die Rotation kann man drehen. Das sind die Maße des Raumes. Gear Room ist oben drin, ja. Hier ist die Brücke jeweils. Das ist genau das Ende gewesen. Und hier einmal mit der Power versorgen. Genau, und das war der andere Track Slope, da hat sie es mal gedreht. Ja. Was das mit dem anderen zu tun hat, bin ich ganz begriffen. Track. Ja, das ist die Linie, auf der es fährt, dieser Strom. Das schwarze Schiff. Haben wir Bob gesehen? Das war's. Okay. Genau, das Silenzium. Das haben wir auch gemacht. Mit der heißen Luft von unten. Ja. Richtig einstellen. Hier sind wir jetzt mal hingefahren oder flogen oder was auch immer. In Channelwood. Today in order to bring things back in. I've left them alone in Channelwood. Das ist der Baum. Ja. Das heißt, den Baum aus. Ja, den Baum ausrichten. Das hier mal ausrichten. Auf. Das haben wir. Das oben haben wir auch. Das haben wir aber schon gemacht. Oder? Müssen wir wieder reinkommen. Das ist was hat was mit dem Boot zu tun. Da bin ich immer gespannt. Oh, und es ist helllichter Tag, hervorragend. Obwohl, geht er gerade unter. Das Sonne, ich weiß es nicht. Ja, das war das mechanische Zeitalter, schätze ich mal. Und beim nächsten Mal geht's weiter in irgendeinem anderen Bereich. Vielleicht wirklich dieser Baum. Das ist wahrscheinlich Channelwood, ne? Mit dem Wald und dem, hat er schon gesehen, das wird dann hochfahren. Und dann kommt man unten rein. Heißt, wir brauchen eine Kombination. Was war das nochmal? Ach nee, Quatsch, da müssen wir irgendwie den Boiler und so weiter. Oder ist das vielleicht da unten gewesen? Weil da haben wir eine Viererkombination. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie jetzt das Zahlenschloss war, dass wir in der mechanischen Welt hätten rausbekommen müssen. Ne? Weil wir haben ja vier Symbole gehabt und die waren von diesem Pluszeichen aus so und so weit entfernt. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir da noch Informationen. Ja, beim nächsten Mal würde ich sagen, wenn es wieder heißt, müsst. Und die Mysterien gehen weiter. Ganz schön mysteriös hier alles. Naja, spannend. Spannend. Zweimal gesehen, zwei Welten. Vielleicht kommen wir das nächste Mal in die dritte Welt. Da wollen wir zwar nicht hin. Aber naja, vielleicht gibt es was zu holen. Naja, wir werden sehen. Beim nächsten Mal bei Myst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.